Wer nur in die Türkei reist, um entspannt am Strand zu liegen, der verpasst wirklich sehr viel. Es lohnt sich, das Land mit offenen Augen zu bereisen, auch etwas Neugier mitzubringen und sich dann von Land und Menschen einfach mitreißen zu lassen. Okay, okay. Die türkische Mittelmeerküste ist einfach unglaublich kontrastreich, also gerade was Landschaftsformen anbelangt. Man hat hohe Berge direkt am Meer, wunderschöne Buchten, sehr einsame Buchten, bewaldete Küste, dann wieder trockene Landstriche, die auf grüne Oasen treffen. Und dazwischen immer wieder Artefakte vergangener Kulturen, die hier so einfach in der Landschaft stehen. Und auch spannende Geschichten mitbringen, von der Antike bis heute. The layers of history as you go through, it's not just the Romans, it's not just the Ottomans, it's you just keep on digging down deeper into the ground to find out what other people and cultures were here over the last 3,000 years. Und die schönste Art, das Land zu bereisen, ist einfach mit Rad und Schiff, weil man viel mehr erleben kann. Das Beste ist natürlich, nach der Radtour zurückzukommen, auf die schwimmende Unterkunft, erstmal ins Wasser zu springen und dann sich von der Crew verwöhnen zu lassen. The food is wonderful, the food is wonderful, the people are great, and the atmosphere that we're working with in terms of the people around us and helping us is superb.